Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich bin schon sehr gefrustet, weil die drei Banditen echt eine Nummer zu groß sind. Wobei, machbar, aber das ist so mühselig. Irgendwie haut das Ganze nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Aber, naja, was soll man machen? Es ist halt einfach so. Es ist einfach so. Da rief ja da mal was, habe ich das Gefühl. Ich kümmere mich darum. Ja, ja. Keine Ahnung. Es ist und bleibt mir einfach nur ein Rätsel. Ich habe auch keine Ahnung, was Ray veranstaltet als Remix. Weg. Ja. Ich habe keine Ahnung. Er tut einfach nichts. Er steht. Er schaut. Er tut nichts. Gar nichts. Und irgendwie hat die Waffe, die er hat, scheinbar irgendwie besondere Fähigkeiten. Nimmt er einem die Ausdauer schneller weg? Ich habe keine Ahnung. Es funktioniert einfach nichts. Es ist schrecklich. Ach, mühselig. Sehr, sehr mühselig. Es ist richtig, richtig mühselig. Und ärgerlich auch. Du entkommst mir nicht. Es ist richtig ärgerlich. Das ist... Bäh. Also, pff, keine Ahnung, was man sich dabei denkt bei solchen Quests. Und Ray, er ist auch so ein Warmduscher, ne? Irgendwann schnallt er, dass er doch mal was machen könnte, eventuell. Wir müssen den schnell besiegen. Es ist nämlich echt interessant, warum Begleiter nicht schnallen. Und dasselbe mit Jetpack. Ich hüpfe nach hinten und er springt nach vorn. Das ist... Verstehe ich nicht. Habe ich gerade... Keine Ahnung. Ich will von ihm weg und er rennt gerade vor. Vielleicht meint das Tour auch kaputt. Oder das Spiel kaputt oder ich kaputt. Keine Ahnung. Boah, ist das nervig. Da will ich doch nur Erfahrungspunkte. Mehr will ich gar nicht. Das ist... Weil, das ist echt... Boah. Ekelhaft. Ekelhaft. Das ist nichts für mich. Da verliere ich schon wieder meine Nerven. Und zwar alle. Alle Nerven. Alle Nerven. Jetzt kommen wieder die anderen zwei Deppen, ne? Ja. Ich halte es nicht aus. Ich halte es echt nicht aus. Boah. Ist das mühselig. Boah. Boah. Ich könnte kotzen. Ich könnte sowas von kotzen, echt. Weil sie nicht weit genug weggelaufen sind, ne? Diese elenden Bastarde. Und der geht mir auch sowas von auf den Keks. Es war rot. Warum triffst du dann den Zaun? Es war rot. Ich versteh's nicht. Ich mach das. Genauso wie ich nicht begreifen kann, warum Ray kein Damage macht. Ich habe keine Ahnung. Unfassbar. Geil, ist er hin. Da muss ich ganz viel speichern. Passt. Hier sollte mal jemand. Dann werden wir das ganz, ganz fix speichern auf einen neuen Spielstand. Jo, dass ich den jetzt bei mir habe. So, den ersten haben wir mal. Es kommt schon Licht ins Dunkel. Aufräumen. So, dann schnell looten. So, Waffe ziehen. Den nächsten Bullen, wenn es geht. Gespeichert haben wir, okay. So, wo sind jetzt die anderen beiden Deppen? Weggelaufen. Na, da drüben steht einer. So. Du entkommst mir nicht. Ja, natürlich sind es alle beide. Oh, komm, jetzt falle ich runter. Komm, hau zu. Der ist halt zu stark, ne? Der ist halt richtig stark.
Wir müssen schnell sein. Das hat der Ray wieder umgehauen. Boah, wie geht das? Der ist richtig, richtig stark. Aber sein Bruder ist halt ein Arschloch, ne? Das merkt man halt schon, dass sein Bruder ein richtiges Arschloch ist. Trink was. Du entkommst mir nicht! Ein guter Löffel. Aha. Ich glaube, Ray ist tot. Ich lade das nochmal. Wir haben immerhin schon mal einen umgebracht. Das ist ja schon mal was. Ja. Ah, wie schlimm. So, den ersten Hammer. Gelootet habe ich ihn, glaube ich, nicht. Machen wir das noch flott. Speichern wir das lieber nochmal. So, nehmen wir das auch. Dann wäre der nächste. Tja. So nicht. Ja, vielleicht gewäre es ein Weg, Ray. So, ich muss schauen, dass ich einen weglocken kann. Komm, aufs Maul. Jawohl, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich muss kurz wegfliegen. Wow. Schnell, trink was, trink was, trink was. Boah, ist das ekelhaft. Boah, wieso gehst du ihm schon wieder an? Du sollst weglaufen, du Hohlbirne. So ein Kackboss, echt. Das ist wirklich wie ein Boss. Jetzt bringt er Ray auch schon wieder um. Ray? Aber er lebt. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken auf. Habe ich doch gerade. Alter. Alter. So, wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Speichern. Unbedingt speichern. Diese Arschlöcher auf der echt unglaublich. Geht ja. Geht ja. Alles easy. Bis zu Tavars Küste sind deine Steckbriefe einfach schon gekommen. Bis Tavars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Es war gar nicht Sam, oder? Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Ach ja, stimmt, das war gar nicht sein Bruder. Ich bin draußen. Was ist mit deinem Bruder? Es war einfach nur der Steckbrieftypi. Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Für jemanden, der auf der Flucht ist, bist du ziemlich leichtsinnig hier herumzulaufen. Was fällt dir noch zu Jacksons ehemaligen Leuten ein? Das untere? Was fällt dir noch ein zu Jacksons ehemaligen Leuten? Ich hörte, dass Mason des Öfteren in Edan gesehen wurde. Ich werde mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja etwas raus. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf meine Kampfkraft zählen. Ach ja, und danke erstmal. Ja, nichts zu danken. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig, hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja? Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Na toll, die Macht der Mitte. Wunderbar. Alles noch dran? Alles noch dran? So gerade noch. Na dann. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Na, das bleibt was. Das ist okay so. Alles gut. Bist du deppert. Also das ist heftig. Muss ich schon sagen. Pfui, Spinne. Wirklich wahr. Ja, da brauche ich mal ein Klopapier. Wirklich wahr.
Alter Schwede. Gerade so umgehauen. Gerade so. Pff. Grausam ist das wirklich. Ein Foto. Aha. Servus. Klappstuhl. Anleitung für großer Heiltrank. Ja, auf alle Fälle. Den will ich bauen. Ich brauch Chemie. Chemie. Ich muss das lernen. Unbedingt. Heiltränke brauche ich zum Vergasen. So. Elektroschrott. Goldbrocken. Kleiner Energiespeicher. Eine alte Münze. Noch eine alte Münze. Okay. Hier haben wir, glaube ich, nichts. Also bei dem Spiel kommt man echt zwischendurch ordentlich ins Schwitzen. Energiezelle, ich wollte schon sagen Plasmazelle, weil es eigentlich der gleiche Kasten ist oder zumindest ähnlich. Puh, ey, na wirklich wahr. Also, pff. Muss das sein? Hier ist nix. Kleiner grüner Stein. Und eine Truhe. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Warum man nicht? Haben wir keine Dietriche mehr? Ich bin nicht gut genug. 2 von 3. Ich habe das ja schon gelernt, oder? Ach so, 1 noch nicht, oder? Einmal weiter noch. Wir gehen auf jeden Fall mal schlafen. Das ist wichtig. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja, haben wir doch schon gerade. Und die haben uns auch schön den Boden aufgewischt. Naja. Ein neuer Morgen. Wie schön. Sollen wir da auch noch hochkraxeln? Ich bin gerade so bei... dass ich gerade gar keinen Bock habe zum Klettern. Na, gute Nacht. Alles gut. Was machen wir als nächstes? Das ist die Frage. Die Macht der Mitte. In der Mitte aller Länder gibt es eine strategisch günstige Siedlung. Ein Lager, eine Festung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, doch es könnte mir bei meinen Unternehmungen gut als Stützpunkt dienen. Ich sollte versuchen, die dort ansässigen Menschen davon zu überzeugen, für mich zu kämpfen. Dann probieren wir das mal, oder? Wo müssten wir denn da hin? Das da? Lloyd. Da wären wir am schnellsten, wenn wir von da aus hinlaufen, oder? Vielleicht kriegen wir auch da einen recht kamotten Teleporter. Wäre ja zumindest toll. La 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 la. Puh. Also ich muss schon sagen, das ist... das war jetzt wirklich... boah. Grob. La da 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 da. Hüpf. So. Muss mich mal kurz ein bisschen erholen von dem Ganzen. Die Frage ist, die Straße oder die Straße? Sie ist irgendwie so schräg. Vielleicht reicht es auch, wenn wir über den Berg hüpfen. Schauen wir mal. Na, Horuk. Kräuter nehmen wir auf jeden Fall mit. Aha. Da geht ein Weg rauf. Okay. Was? Ich dachte, ich hatte eine Erleuchtung. Das war, glaube ich, fehl. Eine Fehlinformation. Oh je. Eine Steinklaue. Ich habe keine Ahnung, ob wir die schaffen. Ich glaube fast nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht ja doch. Zack, zack, zack. In
Irgendwie habe ich das Gefühl, uns flut noch was an. Wie kriegst du was? Glaub nicht, oder? Ah, da hinten, tatsächlich. Ein Hornwolf, glaube ich. Sehr schlecht. Ja, ja. Jetzt geht uns der Hornwolf auch noch an. Boah. Na, es ist ein Schakal. Viel schlimmer. Sehr viel schlimmer. Und ich habe leider keine Magie mehr. Was nicht so gut ist. Alter, du Sau. So, jetzt wieder bewusstlos. Diese Schakale und diese Hornwölfe, diese Viecher. Sind ekelhaft. Muss ich schon sagen. Also wirklich. Wo sind wir denn jetzt? Das ist echt nervig. Das ist egal, wo du hingehst. Überall ist echt nur der Tod. Wirklich. Nur der Tod. Die ganze Zeit. Nur zum Sterben. Das ist echt mühselig. So ein Reiser. Da. Ray, du bist dran. Oh Mann, Ray! Er tut echt nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Das gibt's ja nicht. Warum? Er kann nicht einfach stehen und warten, bis ich sterbe. Er soll den umbringen. Das ist echt übel. Da verliert man echt ein bisschen die Freude dran. Wofür hat man einen Helfer, wenn er nichts tut? Wenn er nie was tut? Wirklich nie. Mann, ey. Du, was haben wir jetzt da... Ja, wollte ich gerade sagen. Warum... Nee. Naja, was soll's. Dann renne ich nochmal in die Gegend dort oben hin. Wir müssen dann, glaube ich, eh sowieso dort lang. Es hilft eh nichts. Und vielleicht in der nächsten Aufnahmesession. Vielleicht stelle ich mich da nicht so blöd an. Vielleicht wird's besser. Aber jetzt, da kriege ich echt schon einen Anfall. Jetzt muss ich eine Pause machen. Jetzt habe ich schon, glaube ich, 10 Parts oder was gemacht. Jetzt ist genug derweil mal. Ja, genau, stimmt. Na, ich will mit dir nicht reden. Echt nicht. So, das wollte ich mitnehmen. So. Für die beiden Kräuter wenigstens noch haben. Weil der Rest ist eher bisher Katastrophe. Ich speichere das mal. Ich bin ein bisschen frustriert, muss ich schon sagen. Wirklich. Ein bisschen gefrustet bin ich schon. Was bist du eigentlich? Ah, eine Blutkralle. Die schaffen wir vielleicht. Machen wir die noch zum Abschluss kaputt. Oder sie uns. Werden wir gleich sehen. Na, Wahnsinn. Wir haben mal was hinbekommen. Rohes Fleisch. Nehmen wir gerne mit. Ja, damit. Sehr gut. Ausgezeichnet. Würde ich sagen, das tun wir speichern, weil wir haben ja was geschafft. Juhu. Sehr gut. Ach ja. Die Pflanze lasse ich da mal stehen, glaube ich. Dann schauen wir uns da oben nochmal um. Vielleicht machen wir zuerst den Schakal noch schnell fertig. Geh, komm. Bleib nicht hängen. Aha, da ist ein kleines Lager. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Fieslingen.
Also haben wir zuerst den Schakal da drüben platt, dann können wir uns... Aha, da ist eine Questratte auch noch. Ja, zieh doch deine Waffe. Eine kranke Questratte. Okay, das ist eine schwächere Ausführung. Da. So. Da war ja noch irgendwo so ein Schakal, oder? Ist der weggelaufen? Schaut aus, dass er weggelaufen ist. Na gut. Dann eben kein Schakal. Macht nichts. So, ich gehe jetzt mal verschnaufen. Für die Woche ist genug. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Das war die Woche wieder, also diese Aufnahmesession wieder richtig schlimm. Wie gesagt, ich schaue jetzt mal, ob ich da nächstes Wochenende aufnehmen kann. Ansonsten ist mal ein bisschen längere Pause wahrscheinlich im schlimmsten Falle. Im aller schlimmsten Fall. Ja, einfach mal. Ich warte jetzt einfach mal den Freitag ab und wenn ich am Wochenende Zeit habe zum Aufnehmen, tue ich dies selbstverständlich und werde dann quasi hier einfach frisch, fröhlich weiter vipen. Jo. So wird's ausschauen. Jo. Aber wobei, bald haben wir wieder ein Level up. Auch nicht schlecht. Können wir immer brauchen. Aber ihr Lieben, wie gesagt, das war's für heute. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.